Sehr verehrter Herr Professor Sloterdijk, sehr verehrter Herr Professor Kohlhaas, sehr verehrter Herr Dr. Trübi, sehr verehrte Frau Dr. Feireis, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen in der niederländischen Botschaft, beziehungsweise Herr Kohlhaas, willkommen in Ihrer Botschaft. Meine Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, heute zwei der tonangebenden Denker unserer Zeit ein Podium bieten zu dürfen. Denker, die ganz verschiedene, einflussreiche Werke in Schrift und Stein geschaffen haben. Von den Sphären-Trilogie im Weltinnenraum des Kapitals bis hin zu SMLXL und Project Japan. Und nicht zu vergessen natürlich dieses vom Büro OMA entworfene, sehr beeindruckende Gebäude. Ein Gebäude, das sich durch eine beeindruckende, vielfältige Raumnutzung auszeichnet. Ein dreidimensionales Puzzle aus Aluminium, Beton, Beton und Holz, das zugleich Offenheit ausstrahlt und den öffentlichen Raum erweitert. Ein offenes, gläsernes Haus im Dienste des sehr fruchtbaren deutsch-niederländischen Verhältnisses. Und eine überaus beliebte Begegnungsstätte für Deutsche und Niederländer. Heute Abend steht ein architektonisch-philosophischer Dialog auf dem Programm. Architektur und Philosophie stehen für den Versuch, die Komplexität der Welt in einem enzyklopädischen Wissen aufgehen zu lassen, wie es in der Einladung heißt. Und die heutige Zeit leidet keinen Mangel an Herausforderungen. Noch ganz abgesehen von der aktuellen finanziellen Krise werden die Städte in der Welt heutzutage anders bewohnt als früher. Themen wie der demografische Wandel, die Verdichtungsproblematik, die Umnutzung von Gebäuden und der soziale Wohnungsbau spielen sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden eine wichtige Rolle. Aber auch Architektur und Philosophie unterliegen einem Wandel. Welche Folgen zieht unter diesem Aspekt die Krise nach sich? Architekten und Philosophen kommt eine gewichtige gesellschaftliche Rolle zu. So viel steht fest. Diese Rolle ist aber nicht selbstverständlich. Herr Kohlhaas, Sie haben einmal gesagt, Architekten wüssten viel, seien aber dazu verurteilt, auf den nächsten Auftraggeber zu warten. Herr Sloterdijk, werden Philosophen immer gehört? Sie beide jedenfalls ja. Sie beide treiben die Debatte voran. Dennoch bleibt die Frage, wie beide Berufsgruppen die Entwicklungen beeinflussen sollten. Da ich weiß, dass viele Architekten hier im Saal anwesend sind, möchte ich gerne eine neue Studie von Dutch Design Fashion Architecture, das niederländische Programm zur Förderung der internationalen Position der niederländischen Kreativindustrie, zitieren. Aus dieser Studie ist hervorgegangen, dass gerade die niederländisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich der Kreativwirtschaft erfolgreich sein kann. Aus dieser Zusammenarbeit kann eine starke Verbindung entstehen. Eine Verbindung von Fantasie und Gründlichkeit. Diese Symbiose aus konzeptueller Kreativität, neuer Leichtigkeit und stetigem Qualitätsbewusstsein könnte ein großer Erfolg werden. Und zwar für beide Länder. Professor Sloterdijk, in einem Ihrer neueren Bücher schreiben Sie, Üben ist eine Technik, die Menschen benutzt haben, um das Unmögliche zu erreichen. Nun ist mir bekannt, dass Sie schon früher mit Herrn Kohlhaas debattiert haben und dass Sie beide auch nicht zum ersten Mal mit Herrn Trübi zusammentreffen. Deshalb kann ich sagen, ich schätze mich glücklich, dass Sie geübt haben und freue mich schon sehr auf das Unmögliche, das wir erleben werden.
Doch bevor es soweit ist, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für Frau Dr. Feireis, Leiterin des EDES Network Campus Berlin. Frau Dr. Feireis, Sie haben bereits das Unmögliche erreicht. Erst kürzlich feierten Sie das 30-jährige Bestehen von EDES. Ich danke Ihnen für die vorzügliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und ich hoffe auch in den kommenden 30 Jahren noch viele weitere Projekte mit Ihnen ermöglichen zu können. Frau Dr. Feireis, Sie haben das Wort. Da mir klar ist, dass Sie wohl doch nicht auf den Stühlen Platz nehmen wollen, stimmt's? Mache ich es jetzt entsprechend kurz. Ich muss nur gerade noch mal ganz kurz ein bisschen. Ja, komm. So. Lieber Herr Botschafter, geachte Ambassadeur, hartelijk bedankt voor de leuke woorden die Sie gezegd hebben. Lieber Bad Hofstede, Leuk Ten Hagen und das gesamte Team der Niederländischen Botschaft, verehrter Peter Sloterdijk, lieber Rem und lieber Stefan Trübi, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem architektonisch-philosophischen Dialog. Wir sind sehr glücklich, dass wir diese gemeinsame Veranstaltung der Niederländischen Botschaft und des EDES Network Campus hier abhalten können, in diesen Räumen. Und so, wie wir dieses Programmjahr gemeinsam mit der Niederländischen Botschaft mit dem Cradle to Cradle Festival begonnen haben, ist dies heute der abschließende Höhepunkt 2011. Aber ganz sicher nicht der Schlusspunkt dieser großartigen Zusammenarbeit. Dass wir unsere Veranstaltungen nicht nur am Pfefferberg, sondern manchmal auch an anderen Orten umsetzen können, setzt Partner voraus, die ähnliche Vorstellungen von politischer Bildungskultur und Kommunikation haben. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nicht nur bei der Niederländischen Botschaft sehr herzlich bedanken, sondern auch den anderen Botschaften, Kultur- und Bildungsinstitutionen, Stiftungen, Unternehmen und internationalen Universitäten, die allesamt das Programm des EDES Network Campus zu unglaublicher Dynamik verholfen haben. Mit der sehr erfolgreichen Dialogreihe Design and Politics, die wir derzeit mit dem niederländischen Ministerium für Raumordnung und Infrastruktur und mit niederländischer Kulturförderung, leider nicht mit deutscher, in Berlin umsetzen, ist die Kooperation mit den Niederlanden in diesem Jahr nicht nur besonders intensiv, sie stellt auch inhaltlich sehr genau dar, wofür der Campus steht. Immer wieder von Neuem den kulturpolitischen Dialog zu pflegen. In diesen Zeiten des Wandels unserer Städte und des ökologischen und ökonomischen Klimas Fragen und Aufgaben neu zu formulieren, Entwicklungen transparent zu machen und dabei alle Beteiligten einzubeziehen. Und weiterhin und mit Optimismus nach den Potenzialen zu suchen, die durch Erneuerungsprozesse gerade auch von den Akteuren aus Architektur und Stadt stimuliert werden. So ist dieser architektonisch-philosophische Dialog. Heute der besagte Höhepunkt, aber dennoch Teil einer weiterzuführenden Auseinandersetzung über Gesellschaft und urbane Prozesse. Noch kurz zu den beiden Protagonisten des Abends oder allen dreien, die uns alle hier zusammengebracht haben und viele, viele, die gerne dabei wären, aber das war nicht möglich. Ein Abend, der mir besonders viel bedeutet. Es ist genau und fast auf den Tag 30 Jahre her, da hatten wir vom 17. November bis 31. Dezember 1981 bei EDES die erste Ausstellung mit OMA. Ich weiß gar nicht, Rem, ob du weißt, wie lange das her ist. Und mit dir, lieber Rem, 30 Jahre ist eine lange Zeit.
Vieles wussten wir damals noch nicht, für was Oma steht und welche Bedeutung dieses Büro erlangen würde. Die internationale architekturtheoretische Auseinandersetzung, die Stadt immer mitdenkt, hast du, Rem, seither maßgeblich geprägt. Und ich freue mich, dass sich unsere Wege seit dieser Zeit immer wieder gekreuzt haben, bei weiteren gemeinsamen Veranstaltungen und Ausstellungen bei Edis in Berlin, in meiner Zeit als Direktorin des Niederländischen Architekturmuseums in Rotterdam und anderswo. Schön, dass du heute hier bist. Lieber Peter Sloterdijk, es war 2004, als Sie unserer Einladung gefolgt sind, die Ausstellung Made in Germany, Architektur und Ökologie, die wir für das Goethe-Institut kuratiert haben, in Barcelona zu eröffnen und damit auf Weltreise zu mehr als 100 Ausstellungsorten zu schicken. 2007 waren Sie dann Jurymitglied des von Edis kuratierten Zumtobel Group Awards, wo wir über mehrere Tage erstmals Gelegenheit hatten, mit Ihnen und in großer Runde das Thema Wandel und Gesellschaft zu vertiefen und was Architektur dazu beitragen kann. Stefan Trübi kenne und schätze ich, damals noch Assistent bei Professor Gerte Breun in Stuttgart. Heute lehrt er in London und Karlsruhe und ist Direktor des postgraduierten Studiengangs Spatial Design der Zürcher Hochschule der Künste. Wir und ich freuen uns sehr auf diesen Abend und sind sehr gespannt darauf. Vielen herzlichen Dank. Rem Koolhaas, Peter Sloterdijk und ich haben für den heutigen Abend beschlossen, dass wir mit Hilfe von Bildern sprechen werden. Es ist insofern ein architektonisch-philosophischer Dialog zu erwarten, aber ein Dialog auch, der sich an Bildern entzündet, sich von Bildern hin und wieder entfernen wird und womöglich, wenn es gut geht, auch zu Bildern wieder zurückkommt. Ich habe von den Bildern gesprochen, die wir heute zu erwarten haben, und ich möchte gleich auf das erste Bild eingehen. Sie sehen hier auch das erste Bild übrigens, das sich im dritten Band der Sphärentrilogie, dem Band Schäume von Peter Sloterdijk befindet. Wir sehen hier zum einen ein Kunstwerk, ein Kunstwerk des argentinischen Künstlers Pablo Reynoso, aber wir sehen in diesem Bild auch eine Art philosophisches Programm. Wir sehen eine Sphäre und die Peter Sloterdijk-Leser unter Ihnen werden wissen, dass die kleinste Einheit der Sphäre das Paar ist. Dieses Paar befindet sich heute auf der Bühne. Meine Rolle wird sein, ich werde im Verlaufe des heutigen Abends hin und wieder die Maßstäbe der Diskussion versuchen zu justieren. Das ist der dankbare Teil. Mein undankbarer Teil wird sein, hin und wieder auf Unterschiede hinzuweisen zwischen Peter Sloterdijk und Rem Koolhaas. Ich werde diese Unterschiede teilweise konstruieren, teilweise versuchen, nur einigermaßen nüchtern zu beobachten, aber ich will auch von Anfang an nicht verhehlen, dass ein gewisses propagandistisches Element heute Abend im Spiel sein wird. Wir werden über sehr viele Maßstäbe, ich habe das bereits erwähnt, heute diskutieren. Wir versuchen eine Art Kombination der Sphärenthematik von Peter Sloterdijk. Diese Sphärenthematik wird angeschlossen an das Interesse von Rem Koolhaas für Mode-Kodifikation. Wir alle kennen das berühmte Buch SMLXL. Wir versuchen also an verschiedenen Maßstäben Sphären zu erzeugen. Ich würde gerne, bevor wir auf die Unterschiede zwischen Ihnen beiden zu sprechen kommen, würde ich gerne auf eine Gemeinsamkeit zu sprechen kommen. Und damit kommen wir zum zweiten Bild. In der Vorbereitung für diesen heutigen Abend ist mir eine Sache aufgefallen, über die ich gerne mit Ihnen beiden zunächst sprechen werde. Mir ist aufgefallen, dass das Thema der Geiselnahme, des Hijacking, des Kidnapping bei Ihnen beiden eine durchaus vermutlich nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Herr Sloterdijk, Sie haben die Philosophie oder Sie haben den Menschen zunächst als ein Wesen definiert, das eine Geiselnahme durch große Themen erleidet. Sie haben auch die Philosophie, ich muss das eben kurz nachlesen, als eine, den Philosophen als jemanden definiert, der in einer ähnlichen Lage sich befindet wie die Geiseln bei einer Entführung. Sie, Herr Kohlhaas, haben den Beruf des Architekten mit dem Beruf oder mit dem Piloten einer entführten Maschine verglichen. Sie haben den Architekten, die Situation des Architekten mit folgender Situation verglichen. Ein Pilot befindet sich im Cockpit einer Maschine und er muss zu Hause anrufen, um zu sagen, es ist alles in Ordnung. Meine Frage an Sie beide ist, von welchen großen Themen fühlen Sie sich derzeit gekidnappt, verfolgt? Und bei welchen Themen rufen Sie derzeit zu Hause an, um zu sagen, es ist alles in Ordnung? Okay. Basically, it's an interesting moment because we have a kind of exhibition at the Barbican in London, and for that reason we needed to define our current preoccupations. And it's actually very exciting that that becomes an official thing, because it means that you, what is unconscious and intuitive has to be explicit. And at this moment, I'm in the grip of five possible obsessions. The first one is maybe the art world. Probably everyone starts to yawn at the word art world, myself as well. But what fascinates me about the art world at this moment is that although it has been completely complicit with the economic bubble and the economic system that we have witnessed in the past 20-25 years, it still has retained an aura of integrity. And I want to see how, whether it is able in the next 3 or 4 years to maintain that aura, or whether we will be witnessing a kind of demasque of the art world, and will collectively judge the art world to have been part of the kind of wrong side. The second thing I'm continue to be obsessed with is preservation, because I think that we have an incredibly naive perception of preservation at this moment. We discovered when we looked into this issue that 12% of the Earth surface is right now under a regime in which it is not allowed to change, which is a kind of huge territory, obviously. And so I think that no one is really prepared for the strange situation where half of the world is in undergoing radical change and the other half has to somehow stay the same. I think we simply haven't thought about, you know, who is supporting that stasis, who is kind of paying for it, et cetera, et cetera. Europe goes without saying. Maybe the most intense preoccupation at this moment for me personally is the countryside. I have written and thought about a lot about the city, but at some point I wondered, you know, all these people go to the city. It has become a cliche that more than 50% of mankind lives in the city. So what did they leave behind? So I'm kind of now looking at what they left behind. And that is actually kind of extremely exciting world, because it is not an old world, it's not nostalgic world, but it's perhaps a world where change is even more intense than in our cities. So it's, you know, what I'm trying to do, you know, both in kind of larger educational context and personally as a writer, is look at the countryside. As part of that, I'm interested in the desert, because the desert will, with global warming, become a crucial area and a crucial territory to know how to inhabit it. So how, what can we do with the desert? And I feel kind of very, very remotely on the horizon, maybe a preoccupation with religion, but there's very little I can say about it. Wir werden auch gleich über das Thema Countryside Landschaft sprechen. Herr Sloterdijk, von welchen Themen fühlen Sie sich derzeit verfolgt, in Geiselhaft genommen?
Ich würde die Metapher inzwischen ein bisschen verändern. Es ist richtig, dass Menschen, insbesondere wenn sie denkenden Berufen nachgehen, weniger megalomanisch strukturiert sind als megalopathisch. Das heißt, sie leiden unter den großen Dingen und nur wer sie nicht kennt, bläst sich zu ihnen auf. Die Grundmetapher der Geiselnahme hat schon etwas Richtiges, weil es so eine Art der Überfall durch das Reale darin verborgen ist. Nicht? Es hat allerdings auch eine andere, vielleicht eine gefährlich angenehme Seite. Man könnte die Metapher austauschen und sagen, dass dieses Besetztwerden dadurch durch ungeschützten Verkehr mit der Intelligenz anderer Leute entsteht. Mhm. Nicht wahr? Und mir ist es in zweifacher Hinsicht in jüngerer Zeit geschehen. Ich glaube, es gibt ein sehr bedeutendes Buch eines jungen kanadischen Journalisten, der das 21. Jahrhundert gesehen hat. Das Buch trägt den Titel Arrival City. Und er prägt da einen neuen, wenn man so will, urbanistischen Archetypus. Er sagt, Europa hat das Arrival City Thema weitgehend abgearbeitet, weil Europa durch den Prozess der Entagrarisierung hindurchgegangen ist und in die vollkommene Urbanisierung eingetreten ist. Das 21. Jahrhundert für den größten Teil der übrigen Welt ist genau dieses Thema, das die Europäer im 19. und 20. Jahrhundert bereits durchgearbeitet haben. Menschen verlassen in hellen Scharen die ländliche Lebensweise. Das ist ein erschütterndes Buch, weil man etwas erfährt über die ungeheure Macht der Familie, also diese anthropologische Dimension der familialen Solidaritäten. Ist unglaublich. Ein einzelnes Individuum wird sozusagen aus der bürgerlichen Familie in die Stadt vorausgeschickt und ernährt dann oft jahrelang, jahrzehntelang unter Verzicht auf eigene Glücksansprüche die zu Hause gebliebenen, bis irgendwann die alle nachkommen können. Also die Ankunftsstadt ist der große, in meinen Augen, und das verdanke ich der Lektüre dieses Buchs, ist der große architektonische Archetypus des 21. Jahrhunderts, der uns Europäer weniger beschäftigen wird. Aber Europäer sind die Menschen, die heute die Aufgabe haben, zu begreifen, dass es auf sie nicht ankommt. Ja. Und ich würde sagen, und das zweite Thema, das mich zur Geisel genommen hat, das hat auch mit der Person von Rem Koolhaas zu tun, weil ich mit einer gewissen Verspätung bei meiner zweiten Lektüre seines Essays Generic City verstanden habe, dass wir hier einen der seltenen großen Texte vor uns haben, die aber in der Geistesgeschichte eine Interpunktion hinterlassen, und zwar deswegen, weil es gibt eine ganz kleine Kategorie von Texten, die so etwas wie Nullpunktsituationen für ihre eigene Disziplin markieren. Denken Sie an Gabriel Tarts Buch über die Nachahmung. In Paris um 1900 herum erschienen. Da hat er praktisch das alles, was das 19. Jahrhundert zum Thema Soziologie gesagt hatte, wieder auf Null zurückgestellt und hat die Soziologie neu begründet in einem wirklich prototypischen Nullpunkttext, in dem er sagt, wir brauchen, um eine Gesellschaft zu verstehen, nur zwei Funktionen, nämlich die Innovation und eine Imitationskette. Die Innovation und die Imitationskette. Du kannst aus diesen beiden Elementen das ganze übrige System darstellen. Das erinnert ein bisschen an das, was moderne Architekten entwickelt haben. Ich verdanke Heinrich Klotz Einführung in die Geheimnisse der freitragenden Dachkonstruktionen, das berühmte Mero-System. Da braucht man nur einen Knoten und Stäbe und du kannst Dächer oder sonstige Konstruktionen von fast beliebiger Komplexität damit errichten. Also das ist ein Nullpunkttext, wie er im Buche steht. Russell und Whitehead haben in ihren Prinzipien Mathematiker unter Anknüpfung an
Arbeiten von Frege eine Art von Begriffsschrift entwickelt, die für die ganze Welt der Sprache auch eine Nullpunktsituation dargestellt hat, dass man einfach die natürliche Rede in logische Notation übersetzt. Man kann auf seinem, übrigens in Nullpunktsituationen kann man nicht stehen bleiben. Ich glaube, das hat uns Rem Koolhaas auf seine Weise auch gezeigt. Ja. Der Dadaismus war eine Nullpunktsituation im Hinblick auf das gesamte heroische, klassizistische Dekorum der alteuropäischen Kultur. Die Dadaisten in Zürich haben 1916 im Cabaret Voltaire die Kultur-Uhr auf Null gestellt und haben dann sozusagen das ganze Seriositätssystem der alteuropäischen Kultur einfach gekündigt. Und was Rem Koolhaas, oder denken Sie an in der Malerei, das schwarze Quadrat von Malevich, das wird ja fast zu viel zitiert in der Kunstgeschichte, aber meistens in falscher Absicht. Es ist natürlich auch ein Versuch gewesen, die Kunstgeschichte auf Null zu stellen und, wenn man so will, den Hintergrund, auf dem alle Bilder gemalt werden, als solchen zu emanzipieren. Also man könnte eine Reihe, aber keine beliebig lange, es ist eine relativ kurze Reihe von absolut elementaren Gesten. Und ich glaube, dieser Text von Rem Koolhaas hat gezeigt, dass die Architekturgeschichte erst sehr spät dazu gekommen ist, ihre echte Nullpunktfähigkeit zu entwickeln. Wir haben früher geglaubt, Venturi hätte es geschafft mit diesem Learning von Las Vegas. Das war aber ein Irrtum. Der war immer noch viel zu inhaltsfixiert. Nicht? Also bei Koolhaas ist in diesem wirklich fundamentalen Essay etwas erreicht, was man tatsächlich nur vergleichen kann mit dem, was Gabriel Tarte in seinem Buch über die Nachahmung gemacht hatte. Er hat die ganze Diskussion über die Stadt von ihrem historischen Ballast befreit. Er hat das Thema vollkommen enthistorisiert, also entlokalisiert, und hat so etwas wie eine, also kantianisch gesprochen, eine Kritik der reinen Agglomeration vorgetragen. Das heißt, da ist ein Mensch und noch ein Mensch und noch mehr Menschen, und die sind dann da und sie sind eine Weile da und dann sind sie wieder weg. Blushing. Also, ja, und er hat Reversibilität. Ich meine, das ist natürlich ein Text von einer Radikalität, das sich tatsächlich nur vergleichen lässt mit diesen ganz wenigen Stücken, also mit dem Prinzip der Mathematiker, mit Gabriel Tarte, mit einigen Texten des Manifestismus in den 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dort wird sozusagen die Stadt aus radikal molekularen Formen neu gedacht. Und ich muss zugeben, das hat mich beeindruckt und hat mich genötigt, in einem Akt intellektueller Notwehr eine allgemeine Theorie der Nullpunkte zu entwickeln. Ich denke, wir werden heute zu einigen der von Ihnen erwähnten Punkten wieder zurückkehren, insbesondere zu dem Thema der Ankunftsstätte, der Arrival Cities, diesem berühmten Buch von Doug Sanders. Aber ich denke auch, dass wir für einen Moment vielleicht noch bei der Verwandtschaft von Architektur und Philosophie bleiben sollten. Wenn man Ihnen beiden zuweilen zuhört, dann bekommt man den Eindruck, eben, dass die Architektur ebenso wie die Philosophie womöglich nichts anderes ist als eine besonders komfortable Variante des Stockholm-Syndroms ist. Ich möchte wieder zurückkommen zu dem Thema der Geiselnahme. Wo würden Sie eine Verwandtschaft von Architektur und Philosophie, Sie beide, sehen? Nun, das ist zunächst mal ganz einfach. Die Architekten haben ja beim Gründervater der Philosophie, bei Plato, insofern Beihilfe geleistet, als sie ihm eine ganze Reihe von wesentlichen Metaphern geliefert haben. Übrigens hat ja auch Plato den Architekten immer wieder auch als Prototypus des Experten herangezogen. Und da Plato so etwas wie eine Expertokratie als politische Form empfiehlt, ist er naturgemäß auch expertenfreundlich. Er ist auch steuermannsfreundlich in Bezug auf Kapitäne von Schiffen und solchen Dingen. Aber er ist vor allem architektenfreundlich. Ja. Und ich glaube, Plato hätte auch Le Corbusier zugestimmt, wenn dieser sagt, also wegen der ganzen Grundlagenmetaphorik, nicht wahr? Das Fundament ist die Grundlage der Basis. Ich glaube, das ist sozusagen der Satz, aus dem alle Philosophie entstanden ist.
At some point, I also discovered that the architecture has basically supplied all the metaphor that we are currently consuming and kind of basing our lives on. And that was also the reason that we actually thought that we could do architecture without actually building, and that simply the kind of used manipulation and investigation of these metaphors could give a kind of new dimension to the office as a kind of think tank. But I think the really critical difference, of course, is that we inevitably are connected to power and you are free of power. And that creates, no matter how much sympathy and respect we can have for each other, kind of really a radical difference of our respective conditions. Aber wenn ich das noch hinzufügen darf, wenn die Philosophen tatsächlich ein eher gebrochenes oder unglückliches Verhältnis zur Macht haben, dann liegt es eher darin, dass die Macht mit ihnen nichts hat anfangen können. Ja, ja. Denn sie selber haben ja immer Angebote, gemacht. Der junge Plato fuhr sogar unter Lebensgefahr nach Syrakus, um dort seine Dienste anzubieten. Ja. In seinen mittleren Jahren hat Giordano Bruno einen Empfehlungsbrief an die Königin von England geschrieben und hat seine Ars Memoriae als politische Herrschaftstechnik empfohlen. Er hatte einfach Glück, dass die Könige sich dafür nicht interessiert haben. Alexander Kojève wäre gerne der Leibphilosoph von Stalin geworden. Der hielt sich zu Kojèves Glück selber für den besseren Philosophen, sodass die Stelle schon besetzt war. Es ist nicht so, dass die Philosophen ihrerseits so unschuldig und machtfrei waren, aber sie bewegen sich gern in so einem machtanalogen Raum und spielen gerne die Rolle eines Fürsten in einem Fantasieimperium. Aber Herr Kohlers, wie würden Sie Ihr Verhältnis zur Philosophie beschreiben? Ich erinnere mich an das eine oder andere Interview, wo Sie sich als einen im besten Sinne polymorph-perversen, durchaus im freudianischen Sinne auch beschrieben haben. Wo sind Ihre polymorph-pervers heißt in diesem Zusammenhang natürlich, dass man sich grundsätzlich für alles interessiert? Ja. Welche Rolle spielt die Philosophie in diesem Panorama des polymorph-perversen bei Ihrer Arbeit? I studied philosophy for 1 week, and then I became a journalist. and so I think that is kind of my attitude to philosophy. At the same time, there have been kind of really profound inspirations, but there were always kind of strange mixtures of anecdote and intention. And I can, for instance, say that in 1972, I had the luck to be in a kind of place in America where Foucault was also teaching. And so for 1 year, I took a seminar with Foucault. And that had a kind of certain influence. And of course, it was a profound pleasure of being able to think with somebody like that. But so I would simply say it's kind of on the level of the anecdotal more than the kind of fundamental. Ich würde gerne an dieser Stelle zum ersten Maßstabsproblem kommen, und zwar zur XL-Sphäre. Wir haben uns dazu durchgerungen, über das Thema der Finanzwelt in diesem Zusammenhang zu sprechen. Ich würde gerne zwei Themen miteinander kontrastieren. Zum einen das Buch Die nehmende Hand und die gebende Seite von Ihnen, Herrn Sloterdijk, und zum anderen das Thema des Yes-Regimes, das Sie, Herr Kohlers, konzipiert und propagiert haben. Wenn man sich die Inhalte dieser beiden, ich gehe nochmal eben zurück, ja, wenn man sich die Inhalte dieser beiden Theoreme anschaut, dann fällt mir auf, dass in Ihrer Arbeit, Herr Sloterdijk, ein durchaus sehr starker Staat sich konturiert, ein Staat, der insofern stark ist, als er Steuern eintreibt. Bei Ihnen, Herr Kohlhaas, ist der Staat jedenfalls bis vor kurzem relativ absent. Wie würden Sie diese
Sehen Sie eine Kompatibilität zwischen in diesen beiden Beobachtungen, starker Staat, der Steuern antreibt auf der einen Seite, und einem schwachen Staat, der sich völlig einem Marktgeschehen hin öffnet? Sehen Sie eine Kompatibilität in diesen beiden Kontrasten? I think that my kind of relationship with the state is kind of really completely filtered through my relationship with the architecture. And I became an architect at the moment where there still was a particular connection between architecture and the public sector. And so when I talk about a weak state, it's not that I propagate anything, it's not a propaganda, nor the yes regime. But what I've felt over the last 30 years is that systematically the contact between the public sector and the architect was cut. And that more and more we were kind of working for private sector, not only private sector, but also private interest, private, and in doing so that we left a kind of very fundamental connection with goodness or the being a good person that architects constantly aspire to. Because simply, if you work for the state, in some cases, not all cases, obviously, you work for the public interest, and if you work for the private sector, that becomes more and more remote. So I feel, so my relationship with the state is simply of somebody who's traveling in the opposite direction and sees an object getting smaller and smaller and smaller. And so it's not because I want it small, but I saw that this kind of impulse and this power almost reduced to nothing. Herr Sloterdijk, sehen Sie eine Möglichkeit, das Yes-Regime der Finanzwelt in Übereinstimmung mit Ihrer Beobachtung eines sehr starken, steuereintreibenden Staates zu bringen? Ja, selbstverständlich, denn der Steuerstaat von heute ist ja ein Resultat einer Entscheidung, die irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gefallen ist, zugunsten einer Wirtschaftspolitik, die man im weitesten Sinn des Wortes als sozialdemokratisch bezeichnen kann. Es gab damals die leninistische Alternative, die nämlich auf der Gesamtverstaatlichung der sogenannten Produktionsmittel und auf der Konfiskation von fast jeder Form von Privateigentum beruhte. Und in dieser epochalen Alternative zwischen dem Leninismus und der Sozialdemokratie hat sich der größte Teil der Welt für die sozialdemokratische Lösung entschieden, bis auf die sowjetische Enklave, wo man den anderen Weg versucht hat. Ja. Und ich würde sagen, das sind zwei Arten des Rechnens, die hier gegeneinander ausgespielt worden sind oder die miteinander in große experimentelle Beziehungen zueinander gesetzt worden sind. Und die leninistische Rechnung beruht auf der Entdeckung, auf der schmerzlichen Entdeckung, dass 100% von wenig ist. Mhm. Also auch wenn man die Produktion insgesamt verstaatlicht und sie dann arbeiten lässt, erzeugt sie eine systemspezifische Unproduktivität, ausgenommen im militärischen Sektor, wo nämlich die kommandowirtschaftlichen Strukturen hart genug sind, um eine politische Ersatzmotivation für das Erwerbsstreben hervorzuheben. Das ist letztendlich das Geheimnis des Kommunismus, wenn wir eine rein phobokratische Wirtschaft aufbauen können. Und das kann der Kommunismus nur im Militärsektor, ja, vielleicht auch in der Weltraumforschung. Aber ansonsten kann eine phobokratische Wirtschaft keine echte Produktivität erzeugen, aber die Furcht kann punktuell als funktionales Äquivalent für die Gier eingesetzt werden, und das hat den Anschein erzeugt, als sei die sowjetische Wirtschaft mit der Wirtschaft der übrigen Welt in einem Wettbewerb. In Wahrheit waren die nie in einem Wettbewerb, weil die Wettbewerber die wichtigsten gemeinsamen Merkmale gar nicht besessen haben, an denen man sie hätte vergleichen können. Aber in der westlichen Welt sieht die Sache anders aus. Da wird so gerechnet, 50% von sehr viel ist auch sehr viel. Und auf dieser Rechnung beruht sozusagen die westliche
Finanzwirtschaft. Und deswegen ist auch der Staat sozusagen als nicht nur als in der Funktion, in der man im Augenblick ihn ständig agieren sieht, mehr oder weniger hilflos agieren sieht, sozusagen als Länder of Last Resort gefordert, sondern er ist ja, wie es der klassische Keynesianismus immer gezeigt hat, auch als der Agent, einer der wichtigsten Konjunkturagenten tätig. Das ist eine Theorie, die Keynes entwickelt hat zu der Zeit, als die Nazis in Deutschland diese Theorie bereits mit größtem Erfolg angewendet haben. Ja? Herr Kohler, Sie haben vor einiger Zeit das Yes-Regime, Ihr Yes-Regime für beendet erklärt. Ich suche das entsprechende Bild hier. Das ist, glaube ich, ein doch sehr entscheidendes Bild der Architektur des beginnenden 21. Jahrhunderts. Ein Büro, das Yes-Regime ausgerufen hat. Alle Partner treffen sich zu einer Podiumsdiskussion in London im Barbican Center und erklären ihr eigenes Theorem für beerdigt. Könnten Sie bitte versuchen, den Hintergrund dieses Bildes zu erläutern? No, I think that this is collective shared image of wishful thinking. And so therefore I don't take it as seriously as you now want me to do. It's simply the hope that out of this incredible mess, a slightly cleaner and more a system with slightly more integrity can emerge. So it's I don't take it seriously as a kind of statement. It's simply, but as I said before, the Yes regime was not something we propagated, but something we suffered under. It was part of the Geiselnahme, and so I feel premature, perhaps, feelings that the Geiselnahme is over, simply because the gangsters lost interest. Okay, ich schlage vor, wir gehen zum nächsten Thema über, zum Thema Europa. Hier werden wir wieder zwei Kontrastierungen sehen. Zum einen das Buch Falls Europa erwacht von Ihnen, Herr Sloterdijk. Zum anderen das Buch Content, in dem zum ersten Mal Europa in einem Ihrer Bücher explizit auftaucht, Herr Kohlhaas. Ich möchte Sie auch einladen zu beachten, auf der rechten Seite ist Europa durchaus repräsentiert. Und zwar sehr klein, Joschka Fischer als grüner Geist aus der Flasche. Wer ist das? Ja? Joschka Fischer. Ja. Könnten Sie... Herr Kohlhaas, können Sie bitte versuchen, anhand dieses Bildes Ihr die Rolle von Europa zu erläutern? Kein Problem. There's a number of things I would like to say about Europe. I find Europeans extremely ungenerous because they don't kind of respect the spectacle that our leaders perform for us. I think that if you see at the intensity of suffering, communication, kind of thinking and impasse that we have seen in the last year, that at least we should be kind of deeply grateful for the passion of that play, and I think that we should be less blasé and more. The second thing is that Europe is something that is kind of maybe will be killed by the people who take it seriously and who talk about it, because if you look at the practice of Europe, I was calculating, since arriving in Berlin, I probably met 150 people. Probably 50 of those were not German. The 50 were all European nationalities and some foreigners. And that kind of simply means that Europe as a practice is a kind of perfectly developed, incredibly intensely felt, on the one hand self-evident, but on the other hand also pretty radical kind of transformation of life. The final conception of Europe is kind of really to do with my life outside Europe. I spent a lot of time outside Europe, mostly in Asia and in the kind of Arab world.
And there is simply never a kind of moment of doubt about Europe. There is irritation, and kind of there is perhaps at some point contempt, but there's always a completely convinced assertion that Europe is necessary. And so when you ask or try to find out what is Europe necessary for and why do you need Europe, and then kind of maybe Joschka Fischer is for me a kind of emblem. What Europe had the boldness or the madness, I don't know exactly which one of the two it will eventually turn out to be, to think that a continent could be defined by rules. In an earlier exhibition of Europe, we combined all the rules of Europe. It was a book of 7,000 pages, kind of here it is. These are all the rules of Europe. It's a book 7 meters long, more than you have ever written or will ever be able to write. for me, there is a kind of perverse beauty in these rules, because without, we are very contemptuous of them. We talk about bureaucracy, but actually, it has been able to transform the world, transform the practices in the world, transform how trade is taking place, transformed how negotiations are taking place, transformed how countries see themselves, transformed dictatorships, transformed. And so that Europe, I find extremely intriguing and very valuable. Herr Kohler, Sie haben auch dieses Bild als Europa ausgewählt, als ein Sinnbild von Europa. Well, this is a kind of cheap shot, but it's obviously a Greek construction. But I think it kind of represents the situation of Europe now. We are partly a finished building, but we still need to build a second story, and we simply neglected the second story, and therefore our house has certain problems. In Ihrem Buch über Europa, Herr Sloterdijk, ich habe das kürzlich wieder gelesen und ich finde fast alles nach wie vor aktuell, obwohl es 1994 erschienen ist, sprechen Sie von Europatrainern, die auszubilden sind. Könnten Sie etwas dazu bitte sagen? Was sind Europatrainer? Was trainieren Europatrainer? Ja, wenn es Europatrainer noch geben könnte. Ich glaube, die Zeit für die Europatrainer ist im Augenblick abgelaufen, weil sich einige wichtige Parameter verändert haben, sodass diese möglichen Akteure, diese möglichen Trainer im Augenblick kein geeignetes Publikum mehr finden würden. Aber aus der Perspektive von damals gesprochen, habe ich den Versuch gemacht, die Europäer einen Moment lang ein bisschen ernster zu nehmen, als sie sich selber ernst nehmen. Das hat übrigens gute historische Gründe, denn Europa ist ja, wenn man es sich näher ansieht, ein Club aus gedemütigten Imperien oder ehemalige Imperien. Hinter jeder nennenswerten europäischen Macht, ich will jetzt da nicht Monaco und an solche kleineren Elemente beleidigen, steht ein geschrumpftes, gedemütigtes, zurückgetretenes Imperium. Das darf man sogar in der holländischen Botschaft heute aussprechen, denn die Holländer haben die Kunst, wieder kleiner zu werden, meisterlich ausgeübt. Die Briten sind ein bisschen Sonderschüler auf diesem Gebiet, nicht wahr? Sind daher auch Europa nie wirklich beigetreten. Nicht wahr? Als Churchill in der berühmten Zürcher Rede 1946 die Vereinigten Staaten von Europa empfahl, kam er nicht eine Sekunde auf den Gedanken, damit, England oder Großbritannien, wie man es damals noch genannt hat, in diesen Club eintreten zu lassen, sondern das war eine Fantasie für diesen kaputten Kontinent, ja, zu dem Großbritannien nicht gehört, weil Gott in seiner Weisheit es durch Wasser vor Europa geschützt hat. Europa ist ein Club gedemütigter Imperien. Die Deutschen sind vielleicht die
die besten Europäer unter diesem Gesichtspunkt, weil sie sozusagen ihre Demütigungsarbeit am Gründlichen zu Ende geführt haben. Die Spanier haben das Schrumpfen lernen müssen, die Portugiesen haben das Schrumpfen lernen müssen, die Griechen haben es gelernt, die Italiener haben es gelernt, teilweise, ich meine, nicht wahr? Und wenn man so die Reihe abklappert, die einzigen, die eben dann, die wären die Schweizer, die eigentlich die Ureuropäer sind, die sind dem Club erst gar nicht beigetreten, weil sie eben dieses Merkmal in einem solchen Club gedemütigter Imperien dabei sein zu wollen, nicht erfüllen konnten. Übrigens so ähnlich, so wenig wie die Türken, die deswegen nicht teilnehmen können, weil sie zwar gedemütigt sind, aber noch wütend. Ja. Während die Europäer sind gedemütigt und nicht mehr wütend. Also sind also auf die neue, besiegte Situation psychopolitisch vollkommen innerlich eingegangen. Deswegen passt der europäische Schuh für die Türkei noch gar nicht. Aber mein Argument war damals so, die Europäer sind heute im Wesentlichen Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass die Amerikaner im Grunde genommen das europäische Geheimnis bei ihrer Auswanderung über den Atlantik mitgenommen haben. Ja, nämlich diese vergilische Idee, dass das Leben aus einer zweiten Chance erwächst. Ja. Römer war nach der vergilischen Mythologie jemand, der Abkomme des Aeneas ist. Und Aeneas ist ein trojanischer Fürstensohn, wenn Sie wollen, eigentlich ein türkischer Emigrant, nicht? Der in Rom eine zweite Chance bekommt, ja, durch den Willen der Götter. Und sage, wenn wir das als europäischen Gründungsmythos benutzt hätten, auch nach 1945, wo ja eigentlich die Idee der zweiten Chance hätte in der Luft liegen müssen, dann hätten wir ein anderes Europa erzeugt. Stattdessen haben wir ein Europa sozusagen des Luxuspessimismus hervorgebracht, das bis heute in einem psychopolitisch beklagenswerten Zustand sich befindet. Und um Ihre Frage zu beantworten, der Europatrainer wäre der gewesen, der den Versuch gemacht hätte, den Europäern zu erklären, dass sie ihre beste Geschichte, nämlich den Mythos der zweiten Chance, von den Amerikanern zurückklauen müssen, ja, um diesen Erdteil wieder mit einem starken, mythopoetischen Geist aufzuladen, Europa definitiv sozusagen als multinationales, immigrationsfreundliches, vielvölkerreich zu regenerieren. Also lauter schrecklich ernsthafte Dinge. Inzwischen haben unsere Politiker dafür gesorgt, dass davon nicht mehr die Rede ist. Übrigens war Herr Barroso einmal 24 Stunden lang meiner Meinung und darauf bin ich nach wie vor stolz. Ich habe mit ihm einmal in Straßburg über dieses Thema gesprochen und wenn das Psychogramm zutrifft, das mir politische Freunde über ihn gezeichnet haben, war er bestimmt einmal einen ganzen Tag lang meiner Meinung in europapolitischen Dingen, denn man hat von ihm behauptet, er habe gerade immer die Meinung des Menschen, mit dem er zuletzt gesprochen hat. Das war, ich glaube, ich traue mir zu, dass ich sozusagen eine 24-Stunden-Spur im Bewusstsein eines Europapolitikers hervorgerufen habe. Aber das war kurz nach 1994, also Sie können davon ausgehen, dass das inzwischen vielfach überschrieben worden ist durch andere Geschichten. Und heute glaubt er, dass Europa der beste Platz ist, um Eurobonds einzuführen. Ich denke, wir sollten beim Thema Europa noch einen Punkt, einen möglichen Unterschied zwischen Ihnen beiden herausarbeiten. Mir ist aufgefallen, dass Sie, Herr Sloterdijk, das, den Begriff des Imperiums für Europa nicht mehr vorsehen, wohingegen Sie, Herr Kohlhaas, durchaus den Begriff des Imperiums noch verwenden. Sie schreiben hier in einem Ihrer letzten Äußerungen zum Thema Europa, ein Europa solle ein Imperium werden, das nicht auf Armeen etc. basiert, sondern auf Regeln, Konsens und Überzeugungen. Frage an Sie beide, wie kann Europa einen postimperialen Status aufrechterhalten und gleichzeitig einen Unterschied machen in der Weltpolitik?
Sorry, I will kind of repeat myself to some extent because I think it is doing it, and I already talked about the rules, and maybe, and this is a kind of very dangerous territory. America, Europe has also kind of vast influence on the world on the level of taste. Taste is not a kind of very respectful category, of course, but I think European taste will be kind of in the end the main focus of European energy is to define kind of global prototypes and global forms of aesthetics that can be internationally shared and that have a certain quality that I think for the foreseeable future probably few other cultures can define. And that is in a way maybe also a question of rules, but more on a more aesthetic level. Großen Maßstab über zum Thema der Metropole und der Landschaft. Auch hier würde ich gerne eine Kontrastierung vornehmen. Diese Kontrastierung findet ihr ideales Datum in dem Jahr, in Mitte der 70er Jahre, um 1978 sagen wir. 1978, das ist das Jahr, in dem Delirious New York veröffentlicht wurde. Zu dieser Zeit waren Sie, Herr Sloterdijk, in Indien, in Pune, im Ashram von Bhagwan. Ich würde gerne Sie beide fragen, inwieweit haben Ihre jeweiligen Raumerfahrungen, Manhattan auf der einen Seite, Pune auf der anderen Seite, Ihre Raumpräferenzen geprägt? Also für mich war Pune sicher keine Raumerfahrung, sondern eine Klimaerfahrung. Ja. Also in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen habe ich gedacht, ich könnte noch Reste meiner europäischen Identität retten und da in meinen persönlichen Aufzeichnungen finden sich dann irgendwie so Sätze wie irgendwie Prolegomena zu einer tropischen Ethik oder so etwas. Ja. Denn wenn es so heiß ist, nicht, da lösen sich die meisten Probleme dadurch, dass die Initiative, sie zu beschreiben oder zu empfinden, gar nicht mehr vorhanden ist. Nicht wahr? Und also die tropische Ethik, die mir damals vorschwebte, war also nur in auf sehr mittelbare Weise eine Raumsache. Es war aber für mich die Initiation in die existenzielle, in so eine Art, wie soll ich sagen, in eine Art Klimaexistenzialismus. Und das ist mir geblieben. Ja. Das heißt, ich glaube, das ist auch übrigens ein Blick oder eine Empfindungsweise, die ich in Bezug auf Architektur entwickle. Ich bin ein einigermaßen klimaempfindliches Wesen und glaube auch, dass es klug ist, Häuser so zu bauen, dass man mit der Luft anfängt, die da drin herrschen soll. Also eigentlich ist das eine Idee, die von den Treibhausarchitekten um 1800 in Europa zuerst konzipiert worden war. Nicht? Denn die wirkliche Konvivialität, die wirkliche Gastfreundschaft, wenn wir sehen, die eigentliche Globalisierung, ja, fangen wir in Europa an, um 1800, als man nämlich, als die vornehmen Engländer Gastfreundschaft für Pflanzen angeboten haben. Ja. Die haben gesagt, wir müssen Orchideen zu den Bedingungen ihres Herkunftslandes in Europa willkommen heißen. Und das will etwas bedeuten, wenn man das in Glasgow probiert. Ja, bis auf den heutigen Tag. Eines der schönsten Orchideen auf europäischem Boden. Oder wenn man Palmen, nicht, ausgerechnet in Brüssel, nicht, oder so, beherbergen möchte. Und genau diese Dinge. Oder in der Wilhelmina bei Stuttgart. Nicht? Also diese Idee, dass man so etwas wie Klimarechte für diese delikaten Besucher aus anderen Wachstumsgebieten anbietet, das ist etwas, was dann in zweiter Reihe dann auch auf die Humanarchitektur zurückgewirkt hat. Man hat es in großen Maßstäben probiert, als der Kristallpalast in London gebaut worden ist,
hat man nur die äußersten architektonischen Konsequenzen gezogen aus diesen Überlegungen, die um 1800 entwickelt worden waren von englischen Glashausarchitekten, die unter ganz unwahrscheinlichen klimatischen Bedingungen den Spleen hatten, mediterrane Pflanzen und tropische Pflanzen in England heimisch zu machen. Und dann hat man das Bauen mit kurvilinearem Glas begonnen und mit Gusseisen und daraus entsteht, wenn man so will, die architektonische Moderne. Aber der muss man aber immer wissen, dass es um Pflanzen ging. Und ich denke, von diesem Klimaimperativ her kann man auch eine ziemlich kohärente Architekturtheorie entwickeln. Ihr Buch über Ihre Puna-Erfahrung wird nach wie vor schmerzlich vermisst. Mich würde natürlich sehr interessieren, unter welchem möglichen Titel dieses Buch oder diese Erinnerungen oder diese Erfahrungen erscheinen hätten könnten. Ich habe für heute einen Vorschlag gemacht, ich frage mich, ob man zwischen Ihnen beiden nicht einen Kontrast aufbauen könnte. Zum einen die Suche nach der Metropole, bei Ihnen, Herrn Kolas, bei Ihnen, Herr Sloterdijk, auf der anderen Seite die Metropolentranszendierung. Sie haben ja vor einiger Zeit diesen sehr schönen Artikel über die Apolitologie, die Stadt und ihr Gegenteil geschrieben. Und ich frage mich, ob Puna nicht eben Teil dieser Geschichte der Metropolenüberwindung ist. Das kann sein. Also ich habe ja einmal in diesem Artikel, den Sie eben erwähnen, die These aufgestellt, dass die interessanten Städte metaphysisch lasziv sind. Ja, also das heißt, also ein Teil der Bevölkerung lebt in der Stadt so, als wären sie eigentlich mental in der Wüste oder irgendwo in einem Ashram oder in einem Retreat und verbreiten in der Stadt die Botschaft von einem anderswo, in dem das wahre Leben eigentlich stattfinden könnte. Nicht? Also das heißt also, in einer guten Stadt ist immer auch so ein wenig Himmelfahrtsenergie zu spüren. Das war übrigens auch in den europäischen Städten des Mittelalters so, sonst hätte man ja diese absolute Unsinnsarchitektur, die Kathedralen darstellen, nicht errichtet. Also die Stadt hat es, gerade die gute europäische Stadt, hat sich selbst nicht ertragen und das spricht für sie. Und diese Türme sind heute noch ein Beweis dessen. Also wozu sollte man sonst nach Straßburg gehen, nicht? Oder nach Ulm oder wohin auch immer? Man findet in jeder dieser Städte so ein ganz starkes vertikales Symbol und das zeigt, die europäische Stadt ertrug sich in ihrer besten Zeit selbst nicht und dafür lieben wir sie. Herr Kolas, können Sie diese Beschreibung von Herrn Sloterdijk nachempfinden? Gibt es Momente, wenn man in einer Metropole ist, wo man eindeutig spürt, jetzt ist man ganz woanders. Dieses Phänomen der Metropolentranszendierung. Spielte diese Metropolentranszendierung jemals eine Rolle in Ihrer Arbeit? I think what is very nice about these two covers is that it kind of reminds us that at that point in the 60s, there were actually two directions. You could be a hippie or you could be a dandy. And I think that dandy dimension of the kind of 60s is kind of really forgotten or not accentuated sufficiently. If you look at the Antonioni movies, that is a kind of very dandyist position. And I think that I went to New York, you know, as a European dandy to try to find the kind of secret of New York. Of course, New York is in a way also about climate, but about air conditioning. It's also about verticality, and it is also about artificiality, like the English glass houses. But it is also a much more kind of radical use of architecture, namely as a kind of challenge not to plants or to animals, but to human beings. And that was for me the particular fascination that
Here, kind of regardless of Europeans, and even without Europeans, without manifestos, without ideology, there was an extremely ambitious, challenging kind of dimension to architecture that at the same time emancipated or could potentially emancipate and was at the same time very popular and almost populist. So that was my thing. And whether that is kind of transcending architecture or whether New York also is a kind of city that cannot live with itself, to some extent it's probably true. Ich schlage vor, wir gehen zum nächsten Thema über, zu dem bereits erwähnten Buch von Doug Sanders, Arrival Cities, ein Buch über die Ankunftsstädte, ein Buch über Migration. Herr Sloterdijk, Sie priesen dieses Buch in Ihrer Fernsehsendung Das Philosophische Quartett als eine wahre Sensation an. Ich würde gerne dieses Thema der Ankunftsstadt kontrastieren mit einem Thema, das Sie, Herr Kolas, derzeit sehr beschäftigt, dem Thinning, dem Phänomen des Thinning. Mhm. Der Tatsache, dass Städte zwar gebaut werden, aber dass es immer schwieriger wird, Leben in ihnen nachzuweisen. Es gibt hier auch ein sehr schönes Bild, das Sie ausgewählt haben für den heutigen Tag. Eine Fotografie von Dubai, in der mithilfe von roten Pfeilern versucht nachzuweisen, dass es tatsächlich Leben, nämlich Irregularität gibt. Wie sehen Sie das Thema Ankunft auf der einen Seite und Ausdünnung der Stadt? Wie lassen sich diese beiden Beobachtungen zusammenführen? I think they're actually extremely compatible. And I think you cannot look at our kind of current interest in thinning without also incorporating our earlier interest in Lagos, which was exactly the kind of same Ankunftsstadt, and the current interest in kind of Chinese cities, which have exactly that kind of dimension. And of course, also that is particularly what interested in Dubai, you know, where we see that the city is also a machine to absorb Indian workers that then go back to create kind of radically new conditions in India. But I think that Arrival City, which I think is an incredible book, is focused on one class, but I think almost the same instability is also happening in every other class. In other words, it's not only on one level, but on the other level we see also a way in which you now inhabit cities, which has nothing to do with the permanence that we used to know, and that is also assuming a constant shifting between one condition and another. So I think that what I intuitively sense is that cities will no longer be inhabited in a traditional way we live somewhere, but that the cities will be, we live here now and kind of maybe tomorrow we'll live somewhere else, and certainly the next day we will live somewhere else again, and that for all classes and for all inhabitants. Herr Sloterdijk, sehen Sie eine Möglichkeit, das ständige Ankommen in einer Stadt mit der ständigen Ausdünnung der Stadt zusammenzudenken? Ja, ich habe die Bilder, die wir eben gesehen haben von Dubai, stellen diese Möglichkeit ganz konkret vor. Ich war überrascht, dass Sie überhaupt ein paar rote Punkte haben markieren können auf diesen Häusern. Ich war vor ein paar Tagen da und habe mich ständig gefragt, wie das funktioniert. Was mir dabei einfiel, ist dieser berühmte Satz von Bertolt Brecht: Wenn die Regierung mit dem Volk nicht zufrieden ist, warum löst die Regierung das Volk nicht auf und wählt sich ein anderes? Das war bei uns ein Scherz in der arabischen Welt, zumindest in dieser Sphäre zwischen Abu Dhabi und Dubai, ist das Realität. Wir haben tatsächlich so ein Importvolk. Ja, es gibt kaum Autochtone. Die einheimische Bevölkerung macht weniger als 10% der Gesamtpopulation auf. Wenn übrigens der Populationsbegriff für die Emirate wirklich so radikal ist wie in Generic City, da ist es tatsächlich eine reine Kompositpopulation, die
so mit dem Wind der Gelegenheit herbeigeweht wird und ebenso von einem anderen Wind wieder weggeweht. Aber es sind nur Dubai. Ich glaube, dass größte Teile von der Schweiz genauso belebt sind heute. Ja? Die Schweizer? Die Schweiz, ja. Die deutschen Rennfahrer, nicht? Ja. Die fahren durch die Schweiz so schnell hindurch, dass man sie gar nicht als Bürger identifizieren kann. Nee. We have kind of pictures of Swiss villages that are exactly this empty, where there can maybe one or two kind of red arrows, and where the maids from Thailand kind of look after the houses, the kids, and the pets. So I think it's not kind of really Dubai, it's a kind of, becoming a universal kind of situation. It's my prediction. Ich würde gerne zum nächsten Thema übergehen, und zwar zum Thema der Landschaft, der bereits erwähnten Landschaft. Herr Kohler, Sie haben ja eben oder eingangs bereits erwähnt, dass Sie sich sehr für die Landschaft interessieren. Könnten Sie noch mal kurz zusammenfassen, wie die Landschaft in das Blickfeld eines Büros kam, das sich immerhin Office for Metropolitan Architecture nennt? Well, I already was honest enough to say what happened. I tried to write the essence of the metropolis, then I became a kind of propagandist, then I tried to make people used to the fact that the city was no longer the same and that the generic city was emerging. Then basically it became the new dogma, and then I got bored with it, and I kind of basically looked at everything that is not generic city, so what they left behind. And there, I can read it, there's a lot of genetic experiment, I've many times reading your work, I thought it was almost about the countryside. Enormous amount of science, enormous amount of world heritage and kind of preservation, enormous amount of immigration, enormous amount of buying and selling, enormous amounts of subsidies, enormous amount of temporary inhabitations, of tax, of investment, enormous amount of political turmoil. Switzerland speaks for itself, the minarets. And so therefore, it's actually currently perhaps the most dynamic territory. And what I'm trying to do for the countryside the same thing as I did for the city, to write a text about all countrysides in the world. But obviously I don't know whether that will work yet. Sie haben sich im Zuge Ihrer Untersuchungen zur Landschaft auch mit Fernsehsendungen, die Landschaftsinszenierung, beschäftigt. Gibt es da Erkenntnisse, die Sie gerne mit uns heute teilen wollen? I think that this more to do with a kind of irritation between the sexes today, where in the end I think it's probably not very satisfying for women to have kind of metrosexual, the word says it, sexual partners, and where there is a kind of nostalgia to a kind of more robust contrast than the current shared narcissism. Aber das kann man rein ökologisch betrachten. Also eine Spezies stirbt aus, wenn die Zahl der Begegnungschancen zwischen gegengeschlechtlichen Individuen in einem gegebenen Areal unter einem bestimmten Wert absinkt. Ja. Und es ist ganz offenkundig so, dass bei uns der frei herumschweifende Bauer hinsichtlich der Begegnungschancen mit einem gegengeschlechtlichen Individuum so sehr benachteiligt ist, dass man im Fernsehen nachhelfen muss. Nicht? Und das ist sehr gut verständlich, wenn man weiß, dass in der Zeit Goethe, so um 1800 herum, noch 80% der deutschen Bevölkerung, damals nannte man das noch das deutsche Volk, in der Landwirtschaft oder unter ländlichen Bedingungen existiert haben und der Prozess der Urbanisierung in seinen
ersten Anfängen steckte. Deutschland hatte noch keine Stadt mit 100.000 Menschen zu jener Zeit. Heute ist Deutschland ein dichtes Patchwork von urbanisierten Zonen mit Dutzenden, aber Dutzenden von Städten über 100.000 Personen. Das war in den alten Atlanten, ja, war das die Definition von Großstadt. Nicht? Da können wir heute nur noch lachen darüber, aber im alten Dirke-Atlas, den Sie wahrscheinlich auch mit dem Sie in Ihrer Jugend gequält worden sind, war das Kriterium für Großstadt. Die waren mit einer besonderen Farbe auch markiert und mit einer bestimmten Buchstabengröße ausgezeichnet. Heute leben in der Bundesrepublik noch 2% der Population in der Landwirtschaft und von der Landwirtschaft und erzeugen aber einen so großen Überschuss, dass man nicht weiß, wohin damit. Auch die französischen Bauern könnten, wenn man sie auf voller Produktion, auf voller Stufe produzieren ließe, das gesamte Volk Europas mit seinen 502 Millionen Angehörigen reichlich ernähren. Obwohl in Frankreich liegt die Quote noch zwischen 3% und 4%. Also es ist noch ein, von sich selbst her, sie empfinden sie sich ja noch als reines Agrarland. Ich würde gerne zur kleinsten Sphäre, die wir heute diskutieren wollen, kommen, zur Architektursphäre. Und ich würde gerne das Gespräch über Architektur nicht mit Architektur, nicht mit Häusern, sondern mit Booten beginnen. Mir ist aufgefallen, dass Flose, also sobald Sie, Herr Sloterdijk, über Architektur sprechen, sehr schnell auch das Thema des Floses, des Schiffes auftaucht. Wenn ich mich recht entsinne, beschreiben Sie das Treibhaus auch als eine Art Floß oder das Floß, aus dem Floß wurde ein Treibhaus. Könnten Sie bitte für uns den Versuch machen, das Schiffshafte in der Architektur zu erläutern? Ja, wenn welche, Sie, welche Rolle spielte das Schiff für die Architektur? Wenn wir in einem Zeitalter sind, wo es schon Architektur gibt, dann sind wir wahrscheinlich auch in einem Zeitalter, wo es schon Schiffe gibt, ja, weil das sind beides hochkulturelle Institutionen. Während wir die Hütte und das Floß synchron denken dürften für die ältere Epoche. Wenn Sie an das Anfangsbild zurückdenken, von, das Bild von Pablo Reynoso, stecken Sie in diesen Zeppelin, ja, in diese gemeinsame Sphäre, in diese Logosphäre, diese oder Sympathiesphäre, die kommunikative Sphäre, die diese beiden Personen vereint, stecken Sie da noch 20 andere Leute mit hinein und machen Sie es so, dass nicht der ganze Unterkörper herausschaut, wie bei Reynoso, was ja eigentlich ein Denkfehler ist, sondern die müssten sozusagen mindestens bis zu den Stiefeln oder so in der Sphäre drin sein. Ansonsten wäre das ja auch nur eine reine interzerebrale Kommunikation. Aber es soll ja ein Mann und eine Frau sein und da hätte ich, wenn ich Reynoso wäre, sozusagen mindestens bis zum zweiten Knopf, sagen wir mal, nicht? Also bis in die Herzgegend, diese inklusive Sphäre ausgeweitet. Stecken Sie 25 Personen in diesen atmosphärischen Zeppelin hinein, dann erhalten Sie eine Lebensform, das sind die ursprünglichen Horden, nicht? Dann erhalten Sie eine Lebensform, die ein Merkmal ausweist, das für alle späteren auch hochkulturelle Lebensformen charakteristisch sind, ein absoluter Primat der Binnenbeziehungen. Ja, also, das ist die Rechtfertigung für diese Schiffs- oder Boot- oder Floßmetapher. Tatsächlich, die Menschen sind tatsächlich im selben Boot oder auf dem gleichen Floß oder auf demselben Dampfer oder je nachdem, welche Metapher man wählen möchte. Weil in Gesellschaft sein fast immer bedeutet, einen unendlichen Vorrang der Binnenverhältnisse zugestehen. Und es gibt nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen, bei denen das nicht zutrifft, die werden sozusagen als künstliche Frontmenschen rebarbarisiert. Ja.
Ja, das waren in Russland die Kosaken, die man an die Grenze gestellt hat, nicht wahr? Und es ergibt dann wunderschöne deutsche Operetten, nicht? Steht ein Soldat am Wolgastrand. Oder wir haben künstliche Barbaren auch in Form der Grenzsoldaten, auch in Westeuropa gekannt. Und wir haben im 19. Jahrhundert in den USA künstliche Barbaren unter den Pistoleros und unter diesen Gunmen, die nach Westen ziehenden Trapper-Gruppen oder Wandergruppen entweder unterstützt oder überfallen haben, wahlweise. Das sind aber ganz wenige Menschen, bei denen dieser absolute Primat der Binnenverhältnisse nicht gibt. Und dann haben wir noch, das ist eine beunruhigende Entwicklung unter den modernen Europäern, eine zunehmende Zahl von Campern, die wenigstens ein paar Wochen im Jahr wildes Camping probieren und für eine gewisse Zeit den Primat der Binnenverhältnisse aufkündigen. Herr Kullers, auch bei Ihnen tauchen einige Flose auf. Ich erinnere nur an den berühmten Schluss-Showdown aus Delirious New York mit dem riesigen Plastikfloß der Medusa, der kollidiert mit dem berühmten Pool. Hier sehen wir das Resultat, diese Katastrophe einer Kollision zwischen einem Floß des Medusa und dem berühmten Pool mit den leninistischen Schwimmern. Ich halte es doch für relativ überraschend, dass Schiffsgefährte, Wassergefährte an so einer prominenten Stelle in einem Architekturtraktat auftauchen. Können Sie uns bitte versuchen, die Hintergründe für diese Wasservorliebe zu erläutern? Basically, when I entered architecture, I felt deeply conflicted because it was obviously a powerful profession and a profession that can have dire consequences, both for good and bad. And at the same time, I have a kind of libertarian temperament and would like to exercise that. And I was kind of profoundly worried that architecture is an authoritarian profession that tries in certain cases to create freedom and improvisation. So it was really an attempt to define my own relationship with the profession and to see whether discipline and organization could lead to freedom. So I defined a kind of story. It was nothing but a story of a floating swimming pool, which was a kind of piece of steel with water and designed by Russian architects. And they also acted as lifeguards. And they discovered one day that if they all swam in the same direction, that the pool would move slowly in the opposite direction. And so that became a metaphor for the ambiguity of architecture itself. You have to be kind of very rigid, kind of organized, streamlined, but then you can perhaps achieve something. And in this particular painting, after 40 years of crossing the Atlantic, they kind of arrived in New York at the very moment that New York was in the grip of anti-modernity and post-modernity. So it was kind of really my heartfelt but hidden encoded statement about the architecture itself. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Und zwar sollten wir über Japan sprechen, über das neue Buch Project Japan von Hans-Ulrich Obrist und Ihnen, Herr Kullers. Japan spielt auch eine sehr wichtige Rolle in der Sphärentrilogie, insbesondere im letzten Band der Sphärentrilogie von Ihnen, Herr Sloterdijk. Mir ist aufgefallen, dass man hier doch einen deutlichen Unterschied ausmachen könnte. Während bei Ihnen, Herr Sloterdijk, die
Der Individualismus, die individualistische Komponente des Metabolismus betont wird, wird bei Ihnen, Herr Kohlhaas, der öffentliche Aspekt des Metabolismus, der metabolistischen Bewegung betont. Könnten Sie hierzu etwas sagen? Ich könnte es auch auf Englisch formulieren: Please agree to disagree. Ja. You want? I think that I would have totally shared Peter's kind of interpretation of metabolism until a few years ago, when I started interviewing all the survivors, and not only the architects, but when we started interviewing their umfeld, widows, lovers, children, but where we also discovered that there was one particular bureaucrat who had been unbelievably important in inventing work for the metabolist, and that kind of behind all the individual expressions, there was actually a plan. And that plan, and that is why we called the book Project Japan, that plan was to deal with the vulnerabilities and weakness of Japan, the danger of earthquakes and tsunamis, and also the incredibly complex condition of the ground. And that actually behind seemingly individual statements and hedonistic statements and kind of interior statements, there was also a plan to safeguard Japan's future and to think about building on water, building on artificial ground, and building in the sky. So it was. It's not that your interpretation is wrong, but that there's also got a larger plan behind it, which for me as an architect was very exciting because it confirmed my nostalgia for a creative bureaucracy or a creative state, a state with imagination. Wie bereits gesagt, spielt die japanische Raumbildung bei Ihnen im dritten Band der Sphären-Trilogie eine wichtige Rolle. Mir ist insbesondere dieses Foto einer schlafenden Japanerin auf einer Tatami-Matte aufgefallen. Könnten Sie dazu etwas sagen? Weil dieses Bild wird im Buch meines Erachtens nicht richtig explizit gemacht. Ja. Könnten Sie etwas dazu sagen? Weshalb ist das ein wichtiges Architekturbild? Ja, also ich glaube, das Bild ist deswegen interessant, weil es wahrscheinlich das älteste Foto von einem japanischen Model ist, das es überhaupt gibt. Es ist eine Serie von Klischees, die vor ein paar Jahren in einem Archiv gefunden worden sind, gehören überhaupt zu den ältesten Fotografien, die es gibt. Und in diesem Fall sind sie doppelt wertvoll, weil sie fotografische Originalansichten aus dem Japan der späten 60er, frühen 70er Jahre des 19. Jahrhunderts zeigen. Nicht? Und da hat man also ein schlafendes japanisches Mädchen uns hingelegt. Und sie gibt da ein Beispiel für diese japanische Art und Weise, den Schlafraum zu interpretieren. Das Bild stammt aus einem Kontext aus Sphären 3, wo ich versucht habe, das Haus, also die Architektur eher vom Wohnen her zu denken. Das ist ein Punkt, in dem wir, glaube ich, ohnehin nicht so sehr übereinstimmen, weil Rem hier inzwischen andere Wege geht. Aber in meinen Überlegungen spielt das Wohnen eine große Rolle und ich denke Häuser als verräumlichte Immunsysteme und und in der Mitte des Hauses steht das, was ich sozusagen den nächtlichen Imperativ nenne. Der Imperativ der Nachtschutz. Der älteste Bauherr der Stadt und des Hauses ist der Homo Nocturnus, also der Nachtmensch. Allerdings nicht im modernen Sinn des Wortes, der nachts auf ist, sondern der nachts wirklich schläft. Das heißt, ein Haus muss Nachtsicherheit und Schlafsicherheit anbieten. Und die Japaner interpretieren das auf eine ganz eigenartige Weise. Sie leben in einer fast matratzenlosen Kultur. Sie entwickeln Körper, die Bodenhärte gut absorbieren. Wir haben aber ein kleines ein Element, ich nenne das so egotechnisches Equipment, so eine kleine Nackenstütze. Die Europäer sind seit ein paar hundert Jahren in diesem Punkt ganz andere Wege gegangen, weil wir Kissen entwickelt haben. Und ich habe im ersten Band der Trilogie ja behauptet, die meisten Menschen würden sich eher von ihrem Lebenspartner trennen als von ihrem Kissen. Oder von ihrem Federbett, um es österreichisch auszudrücken.
Weil das ein so intimer Ergänzer ist, der gehört so sehr zum eigenen Selbst, dass man den schlechterdings nicht wegdenken kann. Und das zweite egotechnische Equipment, das man auf dem Bild sieht, sind diese winzig kleinen Kohleöfen, Kohleöfen, die dazu verwendet werden, wenigstens in der Nähe des Schläfers sozusagen oder auch in der Nähe einer essenden Gruppe, so ein wenig die Ahnung von Wärme zu verbreiten. Obwohl es hier rein dekorativer Natur ist natürlich, ja, aber man würde so ein Ding nicht auf Kopfhöhe hinstellen, nicht, weil allein schon wegen der Emissionen. Aber es ist ich finde es ein sehr bezauberndes Bild, das sehr viele Interpretationen zulässt. Und um noch ein Wort zu dem Begriff des egotechnischen Equipments zu sagen. Ich bin auf diesen Ausdruck gestoßen, als ich mal angefangen habe, in einer Phase, wo ich an manchen Aussagen von Jacques Lacan zu zweifeln begann, mich mit der Geschichte der Spiegel näher zu beschäftigen begann. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, obwohl der Spiegel eine Erfindung ist, die über 2000 Jahre zurückreicht, ist der Gebrauch des Spiegels im Großen und Ganzen modern. Das heißt, und der moderne Individualismus ist in meinen Augen eine Nebenfolge der Tatsache, dass die Europäer und alle, die in ihrem Einflussbereich leben, dieses Zentralobjekt unserer egotechnischen Selbstkultur in ihr Leben eingelassen haben. Die meisten Menschen wussten früher tatsächlich nicht, wie sie aussehen. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Und wir waren glücklicher als wir. Ja. Wir sind von morgens bis abends unglücklich, weil bis auf ganz wenige Menschen, die sich visuell akzeptieren können. Von innen her kann man sich eigentlich viel besser akzeptieren, wenn man sich nicht sehen muss. Nicht? Das ist ja der große Vorteil am Selbstsein, dass man sich eigentlich nicht sehen muss, sondern man ist so, wie die anderen dich sehen, und wenn die einigermaßen dich ordentlich behandeln, fühlt man sich schön genug. Ja? Aber der Spiegel durchkreuzt diese Ordnung der Dinge, und seit ein Spiegel in jedem Zimmer jedes Individuums hängt, sind wir erst richtige Individuen und sind durch dieses infernalische, egotechnische Gerät an unsere eigene, wenn man so Videosphäre, an unser eigenes Piktogramm, an unser eigenes Erscheinungsbild angeheftet, und wir haben nicht mehr genug Fantasie, um uns eine Lebensform zu erträumen, in der wir wieder vergessen dürften, wie wir aussehen. Ich würde gerne das heutige Gespräch beenden mit dem Thema dieses Gebäudes, mit diesem Gebäude. Wenn man Ihre Texte zur Architektur, Herr Sloterdijk, liest, dann fällt auf, dass es sehr selten um die Tatsache geht, dass Architekturen auf der Erde stehen, sondern die Architektur wird meines Erachtens bei Ihnen sehr stark in Bezug auf das Wasser und auf die Luft bezogen. Sie sprechen auch von der Luftgeborenheit der Architektur, aber auch der Wassergeborenheit der Architektur. Ich nehme an, Sie hatten schon Gelegenheit, dieses Gebäude sich genau anzusehen. Sehen Sie hier Anzeichen einer Wasser- oder Luftbezogenheit einer Architektur, einer Architektur? Ist dieses Gebäude nicht eine Architektur, die die Erde weniger stark zur Kenntnis nimmt als das Wasser und die Luft? Denken wir etwa an das Trajekt, über das wir sicherlich auch gleich sprechen werden. Eine der schönsten Passagen in den architekturtheoretischen Bemerkungen von Ernst Bloch in seinen Ausführungen über architektonische Utopien bezieht sich auf moderne Architektur. Und ich glaube, was er damals über moderne Architektur insbesondere im Allgemeinen sagt, kann man über das Gebäude, in dem wir hier sind, im Besonderen mit gutem Recht sagen. Er sagt, die modernen Gebäude stehen gleichsam abfahrtbereit da. Und ich glaube, das ist eine sehr intelligente Charakterisierung, weil das moderne Haus, und Le Corbusier hat das natürlich mit seinem Stelzen-Tick auf die Spitze getrieben, aber das moderne Haus hat ganz allgemein, ja, diese unvordenkliche
Verankerung im Keller preisgegeben. Ja, das heißt, es bohrt sich nicht mehr so sehr in die Erde. Das moderne Haus ahmt nicht mehr die Pflanze nach, um es einfach mit einem Wort zu sagen. Also diese pflanzenmimetische Periode der Architektur ist weitgehend vorbei. Und es ändert nichts daran, dass wir jetzt Organomorphismen in jeder Hinsicht bekommen, aber die Beziehung zum Boden wird anders gedacht. Und ich glaube, das kann man bei diesem Haus auf eine wunderschöne Weise erkennen. Herr Kohlhaas, könnten Sie etwas zu dem Trajekt, zu diesem berühmten Trajekt sagen? Inwiefern ist das Trajekt eine Klimaarchitektur, eine Luftarchitektur? Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Entwurfselement gemacht? I think for me the trajekt is kind of really the expression of a very long and deep relationship with the city of Berlin and a kind of profound love and sometimes hate kind of situation. But I think that a building in the city needs to develop an organ that is able to do justice to the complexity of the city and to the history of the city. And in that sense, kind of what I try to do with the trajectory is to make a thing that can capture a number of Berlin's episodes and turn those into moments of reflection, but also of kind of genuine relationships. So it's kind of really a serious declaration of love to the city, and I don't think there's anything more profound than that. And by the way, I would like to support your campaign against the mayor so that can be kind of a joint conclusion to this evening, maybe. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende unseres architektonisch-philosophischen Gesprächs angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich zunächst bei Rem Koolhaas und Peter Sloterdijk bedanken. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei Christine Fallreis und Hans Kommerell für die Initiative und bei Ihnen, Herr Botschafter, für die freundliche Gastfreundschaft bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und anregende Gespräche. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Danke.